Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, zunächst mal erstmal vielen Dank für das Vertrauen, das ihr mir gebt, dass ich 8 Minuten euch unterhalten darf. Und deshalb sei mir eine Vorbemerkung gestattet, und die kommt wirklich tief aus dem Herzen. Ich bin beeindruckt von der Sachdebatte, die ihr bis hierher geführt habt. Und ich bin deshalb tief beeindruckt, weil ich weiß, dass uns auch in Thüringen innerparteiliche Auseinandersetzungen bevorstehen werden. Und ihr habt mir persönlich heute Kraft und Mut gegeben, dass wir diese innerparteilichen Auseinandersetzungen erfolgreich führen. Deshalb vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, die demografische Entwicklung und die Finanzentwicklung in unserem Land erfordern einen Richtungswechsel in der Politik. Und darüber sind sich alle einig, auch CDU und FDP. Und mit den Wahlen 2014 zum Thüringer Landtag entscheidet sich in Thüringen, ob es A. einen sozial gerechten und ökologischen Umbau in diesem Land gibt, oder es entscheidet sich B. ob die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern in dieser Gesellschaft größer wird. Und 2014 entscheidet sich auch aus meiner Sicht, ob Ostthüringen als Region zu den Gewinnern oder zu den Verlierern in Thüringen zählen wird. Und bei den Voraussetzungen gehe ich davon aus, dass ich 2012 mit den Oberbürgermeisterwahlen und mit den Landratswahlen in Thüringen die Grundlagen geschaffen werden, ob wir einerseits einen sozialökologischen Umbau durchführen können und ob es eine Möglichkeit und Chance geben wird, dass Ostthüringen das vorhandene Potenzial vereinen kann, um sich zu einer starken Region zu entwickeln. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich habe das in einigen Diskussionsbeiträgen gehört, und es ist auch bei mir so, der Stachel sitzt schon noch tief, als 2009 die SPD in Thüringen mit der CDU zusammengegangen ist und nicht mit der Linken oder mit der Linken und den Grünen. Doch als überzeugter Demokrat und mit etwas Abstand von ein paar Jahren muss ich sagen, es konnte tatsächlich damals gar keine andere Entscheidung geben. Denn Demokratie entwickelt sich von unten. Und die Situation 2009 war an der Basis in den Landkreisen noch nicht so, dass man hätte ein rot-rot-grünes Bündnis in Thüringen tatsächlich zum Erfolg bringen können. Und ich möchte dafür nur ein einziges Beispiel nennen. Der ursprünglich gute Versuch von Matschi zum Thema Gemeinschaftsschulen ist daran gescheitert, dass die Schwarzen in den Landratsämtern, in den Schulämtern sitzen und alles, aber auch alles verhindern, was zu einer Reform in der Bildungspolitik führen kann. Und, liebe Freunde, ich sehe tatsächlich, es ist an der Zeit für politische Veränderungen in Thüringen, und ich sehe an der Basis auch, die Zeit reift für diese Entwicklung. Denn die Menschen sind offener geworden für Veränderung. Und Veränderung bedeutet immer eine Verbindung mit einer gewissen Angst, mit einer gewissen Skepsis. Die Menschen öffnen sich. Sie öffnen sich auch gegenüber der Linken. Und ich kann mit Stolz sagen, dass wir es geschafft haben, im Saale-Holzland-Kreis als erste und einzige eine Fraktion gemeinsam mit Vertretern von Bündnis 90, die Grünen, in Thüringen vielleicht sogar als einzige und erste in der Bundesrepublik Deutschland zu etablieren. Und ich kann euch bestätigen, dass was heute Eugen hier gezeigt hat, auch bei uns in unserer Fraktion bilden die Grünen ein belebendes Element in der Fraktionsarbeit. Liebe Genossinnen und Genossen, die CDU wird nicht müde, SPD, Linke und Grüne gegeneinander auszuspielen.
Am Beispiel vom Saale-Holzland-Kreis, der altbekannte Landtagsabgeordnete Wolfgang Fiedler buhlt seit Wochen und Monaten, um die SPD in Saale-Holzland-Kreis herauszufordern, doch endlich einen Landratskandidaten zu nominieren, weil es kann doch nicht im Ernst das Ziel der SPD sein, so einem Roten wie den Schurzmann noch auf den Posten des Landrates zu hieven. Die CDU im Stadtrat Eisenberg buhlt mit den Linken gemeinsam, sich doch das nicht länger bieten zu lassen, was Lippert als SPD-Bürgermeister in der Kreisstadt von sich gibt. Und die Linken müssten doch stark genug sein, hier einen Gegenkandidaten zu stellen. Nun mal ganz ehrlich, Dr. Mario Vogt, Generalsekretär der CDU und mit mir zusammen im Kreistag, ist ehrlich gesagt für mich nicht der Ratgeber, mit wem ich mich zukünftig verbünden sollte und mit wem nicht. Denn eine Zusammenarbeit wird immer dann gefördert, wenn Menschen persönlich miteinander können. Und ich kann Ihnen, ich kann euch sagen, ja, ich kann mit Dr. Norbert Vornehm. Wir haben persönlich noch nicht viele Termine und Gespräche gehabt. Aber wir haben mindestens drei Gemeinsamkeiten, die für mich ganz wichtig sind. Norbert Vornehm hat zum einen das Volksbegehren Mehr Demokratie auf kommunaler Ebene unterstützt. Ich war damals Regionalbeauftragter im Saale-Holzland-Kreis für dieses Volksbegehren. Norbert Vornehm war es, der 2009 gegen jeglichen Druck auch aus den eigenen Reihen auf eine Kandidatur zur Stadtratswahl verzichtet hat. Und davor, lieber Norbert, ziehe ich meinen Hut, denn selbst Genossen unserer Partei konnten diesem nicht widerstehen und haben sich einer Kandidatur gestellt. Norbert Vornehm hat es gemacht und er hat damit den Wählerinnen und Wählern die Chance gegeben, ehrlich und offen tatsächlich zu bestimmen, wie der Stadtrat in Gera besetzt werden soll. Und dafür, lieber Norbert, meinen herzlichen Dank und vor allen Dingen meinen Respekt und meine Anerkennung.